Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Sörenbude, willkommen zu einer neuen Folge der Walross-Edition Aberdumm. Wir fangen direkt an. Mal gucken, ob sich die Folge wieder ein paar geben. Insgesamt kommt dieses Projekt von den Aufrufen her nicht so gut an, wie ich erwartet hätte, muss ich zugeben. Vielleicht habe ich auch ein bisschen zu hohe Erwartungen gesetzt, weil es halt letztendlich doch kein Haupthörspiel ist, aber eigentlich dachte ich mir, dass die meisten Walross-Edition-Fans sich das trotzdem geben werden, aber ja, dann halt nicht, dann muss ich damit klarkommen, wie es im Moment ist. Und das ist halt von den Bewertungen her nicht so gut. Irgendwie ein oder zwei Folgen von dem Projekt sind ziemlich gut durchgekommen, andere nicht. So die früheren Folgen ja, aber gerade so Nummer 4 und 5 haben nichts mehr so ziemlich erreicht. Aber naja, wir sind eh bald fertig und ich hoffe, dass das nächste Haupthörspiel dann wieder besser wird. Und ja, nachdem ich ein bisschen gerantet habe, lasst uns loslegen. Kapitel 11. Brennen ohne Feuer. Ich mache mir selbst Sorgen um Shinux. Es ist nicht wie bei Seemobs und Chillast. Ich klatsche jetzt nicht mehr, nein. Weil ich ihm nicht vertraue und mir stattdessen Sorgen um ihn mache. Ich weiß nicht, wie er die Nachricht tatsächlich bekommen hat. Sobald er es hörte, ging er. Aber es scheint, als sei er erst seit einiger Zeit dort. Und seine Reaktion ist nicht sehr gut, das ist klar. Ich kann einfach nicht und ich möchte die Dinge in keiner Weise zeigen, wie es wäre, wenn ich ein bisschen... Wenn ich ein bisschen so würde, was war dieser Satz? Ich krieg einen Anfall, wenn ich sowas lese. Viele der Dinge, die er wie Nekrose tat, waren schrecklich, aber einige davon wurden akzeptiert. Aber in einer solchen Situation gut zu sehen, kann unmöglich sein. Für mich habe ich schon vor langer Zeit entschieden. Gunther hat Nekrose eine zweite Chance gegeben, sich zu verbessern. Auch Nick Crossman nutzt diese Gelegenheit. Der einzige Ort, den ich verloren habe, war Nekrose für ihn. Er wurde ein perfektes Pokémon mit einer anderen Persönlichkeit. Er wurde ein enger Freund und es ist für mich. Shinux ist keine Nekrose der Mythologie, sondern Standort neu. Ich wusste nicht, dass das ein Wort ist, aber hier steht Standort neu als tatsächlich ein Adjektiv. Interessant. Und ich will nicht wissen, was er in seinem früheren Leben getan hat. Der Punkt ist, dass es jetzt Shinux ist. Auch er befindet sich in einer schwierigen Situation. Ich beschloss, alles zu geben, um ihr zu helfen. Außerdem war mir klar, dass Eevee bei meinem Plan an meiner Seite stehen und Shinux ursprünglich genauso erhalten würde. Das Einzige, was ich von mir erwarten konnte, war, dass Seemobs und Chillast den Plan nicht ruinierten. Und eines, das auch als Problem erscheinen mag, ist Gunther. Ich bin mir sehr sicher, dass er noch die ganze Zeit wütend auf Shinux ist. Ich werde es in dieser Geschichte übrigens auch Shinux nennen, wie ich es selbst gemacht habe. Gunthers Ziel ist es, seine Welt zu retten und Shinux in Ruhe zu lassen. Nein. Nein, das ist nicht sein Ziel. Aber dann hat er die Rechnung ohne mich gemacht. Als meine Gedanken weiterwanderten, hörte ich ein kleines Geräusch. Als ich mich umsah, sah ich Shinux, die langsam ins Gras kroch. Und Shinux ist in den Vordergrund gerückt. Sah ich Shinux, die langsam ins Gras kroch und versuchte, niemanden aufzuwecken. Dieser Aufwand ist wirklich kostenlos. Shinux ist in den Vordergrund gerückt, als Gunther spurlos auftauchte. Spurlos verschwinden kenne ich, aber wie taucht man spurlos auf? Es ist eine Art Teleportation. Shinux sah sich auch die Musik an und sah sie wütend an. Drei Erwachen des Schlafens hinzugefügt. Was ist? Es ist noch Mitternacht. Qualvoll standen sie auf. Das ist in Ordnung für dich, Chillast. Versuch es. Auf der Erde werden wir reisen. Sie wird nie leuchten. Ich meine, das stimmt im Prinzip, die Erde leuchtet nicht und wird sie wahrscheinlich auch nie, aber... Ach, ich glaube, die Sonne scheint den ganzen Tag in einer toten Welt. Für meine Hilfe sah Shinux besser aus, als ich erwartet hatte. Haha, toll. Aber wieder Quatsch, wir können nicht gleich in meine Welt reisen.
Es gibt keine direkte Kommunikation zwischen ihr und einer solchen Welt. In der Zwischenzeit werden wir Hilfe einer dunklen Welt brauchen. Jetzt weiß er wirklich, dass alle wach sind. Die Welt ist dunkel? Nee, die heißt aus Deko dunkle Welt, aber ja, Wir müssen erst die verwüstete Welt durchqueren, wieder leben, bevor wir eine Welt betreten, die nicht mehr entsorgt werden kann. Und was werden wir tun, wenn wir einen der Weltverwalter treffen? Geratina, Iweltal mit I. Oder Ivy sah ein wenig verwirrt aus und sie sah mich fragend an. Gehe jetzt. Gunther stand vor in Gras gehauenen Felsen. Wie soll das gehen? Er fing an, ein wenig zu arbeiten. Es ist wie ein Showfestival. Dann reparierte er das Klebeband, das ich ähnlich fand, mit dem Stern, der dem Felsen zugewandt war. Dunkelheit, nutze deine Kraft. Lass uns um die ganze Welt reisen. Der Stern in seiner Hand begann so seltsam auszusehen wie ein Stein. Ich war der Letzte in der Reihe. Der Letzte mal wieder. Mann! Ich liebe Geschlechtsumwandlung in meinen Geschichten. Genau, den Satz zeigt man jetzt irgendjemandem, der nicht weiß, dass ich so ein Format mache, sondern nur weiß, dass ich Hörspiele mache. Gibt's bestimmt. Wo war ich? Ich wurde für eine Weile getötet, was zu einer weiteren Beleidigung von Gunther führte. Ja, warum hab ich weitergemacht nach meinem Beitrag gerade eben? Bevor ich das Portal betrat, also hoffte ich wirklich sofort in die starke Welt der Dunkelheit zurückzukehren. Doch plötzlich trieb ich in den Abgrund. Stattdessen bin ich rausgefallen. An den Wänden hängen einige ungewöhnliche, unbekannte Gemälde. Das Einzige, was ich gut kannte, war Pokémon zu spielen. Ich hörte von überall eine Stimme sprechen. Der Name gefällt mir nicht. Da steht kein Name, aber woher weißt du dann, dass er dir nicht gefällt? Ich mag das nicht. Vorurteile. Reisende auf der ganzen Welt, hört meine Worte. Hört die Prophezeiung. Der Dunkle wird zurückkehren. Der Herrscher der Welt wird zurückkehren. Es ist Zeit. Die Stunde ist nah. Plötzlich stand ich in der dunklen Welt, mitten im Eingang. Andere hatten sich um ihn versammelt und warteten auf Gunther und mich. Ich schwitzte und machte mir Sorgen, was mit mir passieren würde. Gunther tauchte neben mir auf, mit Ausrufezeichen. Evoli schien zu erkennen, dass mir etwas passiert. Sag mir, Bulbi, was ist los? Du bist wirklich erschüttert. Ist die Reise so schlecht? Ich habe gut gefragt. Jedenfalls war er nicht überrascht, eine Stimme zu hören, die mir in seiner Beschreibung einfiel. Sag mal, schläfst du gut oder so? Ich weiß, du bist nicht verschlossen. Fangen sie an, auf Reisen von der Welt zu träumen, mit Hilfe von? Ich habe keinen Zweifel, dass ich nicht träume. Nein, das ist... Gunther unterbrach mich sofort. Vergiss es, wir haben keine Zeit für deine Albträume. Kommen Sie jetzt gerne mit. Danach gehen wir zum Berg der Wahrheit. Dort kann ich die Tore meiner Welt erschaffen. Bevor ich etwas sage, alles, es beginnt so oder so. Meine Freunde sahen mich eine Weile an, aber es störte mich. Dann ist ja gut. Die Reise selbst ist so traurig und anstrengend wie die Welt, in der wir leben. Moment. Die Welt, in der wir leben, nicht die Welt, in der sie gerade sind. Okay. Das ist natürlich auch eine Interpretationsform. Ich weiß nicht, warum Shinux mich aus irgendeinem Grund so schnell wie möglich eingerichtet hat. Natürlich hatte ich gehofft, dass ich ein bisschen mit ihm reden könnte, aber er blieb die ganze Zeit Gunther und wollte nicht zu ihm gehen. Manchmal kann ich ein paar Worte mit anderen wechseln, bevor Günther zu uns sagt, wie wir uns aufs Laufen konzentrieren sollen und nicht auf Klatsch, wie er es nennt. Auch der Eröffnungstag war sehr angenehm und unverwechselbar. Erst am Abend gab es eine Szene, die etwas angenehmer war. Der Tag war sehr angenehm, stand am Anfang des Satzes. Das ergibt wieder mal keinen Sinn.
Er nahm uns beim Wort und ging sofort um. Wie es seine Beschreibung sagt, endlich eine Pause von unserem Unvermögen zu nehmen. Oh mein Gott, da mag keine Geringverdiener confirmed. Ich mag keine Geringverdiener? So hatten wir endlich die Gelegenheit, ohne sie zu sprechen. Eine Minute lang schien er nicht zu wissen, was er sagen sollte. Die Situation in unserer Gruppe ist dramatisch. Erstens war Shinnok so weit wie möglich von mir entfernt und hat mich nicht gesehen. Also, was hältst du von Gunther? Ich habe versucht, irgendwie ein Gespräch zu beginnen. Gott sei Dank. Gunther? Also zuerst, als ich darüber nachdachte, dass ich ihn aufgrund der Mythologie lange Zeit als gutes Vorbild geliebt habe. Er war in dieser Hinsicht anders, als ich erwartet hatte. Er ist absolut freundlich und behandelt uns sehr, naja. Das ist eine sehr positive Ausdrucksweise, ja. Sagen wir es so, dafür sind wir der einzige Weg zu Ende. So, wenn ich könnte, würde ich es für Groudon verkaufen. Oder Darkrai. Mit dem Rest seines Satzes. Natürlich, ich glaube nicht, dass er so weitermachen kann. Ich sah mich um, nicht, dass er sich verstecken könnte, wo er uns zuhören würde. Aber nichts ist hier mehr als leer, also fällt es schwer zuzuhören. Ich möchte, dass er es tut, versuche es mehr. Zumindest werde ich diesen Ruheplatz nicht verlassen, bis Günther uns gut behandelt. Wie sie immer erwartet haben sie Unterstützung für ihr Vorhaben erhalten. Shinnok allein sagt nichts. Schauen Sie in unsere Augen und wenn Sie denken, werden Sie sagen, das, was er will. Am Ende beschloss er es zu tun. Also, ich finde es nicht wirklich schlimm. Wir waren alle still. Ich denke, ich habe nichts falsch gemacht. Okay, ich glaube, Shinnok ist sehr schnell über seine Vergangenheit hinweggekommen in dieser Version. Er behandelt uns nicht gut, das ist sicher, aber ich denke nicht, dass es schlecht ist. Denk darüber nach, er hat 3 Jahre gewartet, um herauszukommen. Die ganze Zeit würde er, ich lebe von dem Rat, dass seine ganze Welt eine Klage ist, die mich anzieht. Glaubst du, du würdest nicht in eine solche Situation überstürzen, also gehst du am besten? Auf jeden Fall bin ich sicher, sobald sich seine Welt öffnet, es wäre besser. Bis zu einem gewissen Grad hat er es geschafft, mich zu erwischen, offensichtlich mich aufzuhalten. Der an Vamadasilito glaubte. Und dann an Vamadasilito glaubte. Google, ist das ein Wort? Nein, das ist kein Wort. Keine Suchergebnisse auf Google. Vielen Dank. Wieso? Wie kann es passieren, dass Google Translate mir ein Wort vorschlägt und einfügt in diesen Text, das Google selbst nicht kennt, zu dem es nicht ein Suchergebnis gibt? Wie? Seemobs traf zuerst seine Entscheidung. Also ich denke, es ist etwas geht morgen. Ich denke, es wird akzeptabel sein, es wird nicht lange dauern. Und das ist wahr, wenn wir einmal erfolgreich sind, können wir auch sicher raus. Dann können die Bewohner seiner Welt es tun, wiederherstellen. Er kennt sich selbst zu keinem Zeitpunkt vollständig, aber am Ende hat er vielleicht keine andere Wahl. Also, wenn alle kommen, wird er wahrscheinlich akzeptiert. Aber wenn es noch schlimmer ist, wird er seine Pläne umsetzen. Lass mich schlafen, aber jetzt stellte mir Ivy eine andere Frage. Aber Bulbi, was ist es von der Stimme, die du gehört hast? Ehrlich gesagt, es wäre notwendig, dass mir noch jemand davon erzählt. Ich denke, wird so vielleicht nicht nötig sein. Gunther sollte recht haben und denkt einfach daran. Nein, wir werden es ernst nehmen, ebenso wenn Gunther nicht. Es wird Spaß machen, wenn du das Portal verlässt. Okay, wenn du denkst... Also, ich glaube, du bist zur Haustür gegangen und bist hier geblieben, oder? Alle sagten ja. Okay, offene Stimme M. Er sagte, dass der Herr der Schatten, der danach regiert, tot wird zurückkehren.
Genau das stört mich. Du kennst nur die harten Nachrichten und hast Flunks Tagebuch nicht gelesen. Das heißt kurz, dass die Macht der Finsternis derjenige ist, der nach dem Tod regiert. Warte ab, du willst nicht wirklich sagen, wird diese böse Macht zurückkehren? Das wäre fatal. Daraus folgt, dass die vollständigen Details wieder heraus sind. Was ist, wenn dunkle Macht schwächer ist als Entschlossenheit? Dies ist aber möglich, solange es ein Gleichgewicht gibt. Shinnok hat das Seemobs-Konzept eingestellt. Also es wäre töricht, gegen Decision zu kämpfen. Er würde die korrupte Welt verlassen und einen anderen Sklaven in seinem eigenen Leben finden. Welche Welt, abgesehen von der Zerstörung, befindet sich noch auf dieser Seite? Unsere. Es bedeutet, unsere Welt könnte in großer Gefahr sein. Ivy versucht uns irgendwie zu beruhigen. Wir müssen zuerst sorgfältig überlegen, ist ein Traum. Aber die Prophezeiung hat sich nicht erfüllt, kann nichts anderes tun, als hart zu kämpfen. Mit diesen Worten endete das Gespräch. Und dieses Kapitel. So, Kapitel 2 für diese Folge. Und auch wenn es vielleicht jetzt man nicht so merkt von außen, ich will das mal kurz jetzt anmerken, das ist vielleicht jetzt eines der bedeutendsten Kapitel für meine ganze Art, wie ich Hörspiele mache, die ich je machen werde, weil ich persönlich bin einfach ein richtiger Gewohnheitsmensch und finde auch einfach so richtig normales Lesen viel besser als digitales Lesen. Deswegen habe ich jedes meiner Hörspiele die Texte ausgedruckt beim Vorlesen. Hat man bestimmt auch oft das Papier gehört, aber ich werde ab heute versuchen, aus der Word-Datei direkt vorzulesen, wirklich einfach aus Umweltgründen fürs Papier sparen. Und deswegen einfach mal gucken, wie es klappt. Ich habe halt ein bisschen Sorge, dass gerade mit dem Mikro vor meinem Gesicht ich ein bisschen Schwierigkeiten habe, damit zu lesen. Aber gucken wir einfach mal. In Einheit 12, ein guter Freund. Heute Abend war ich anders als der Letzte. Natürlich nicht so gut. Ich konnte schnell einschlafen, aber dieses Mal hatte ich einen Traum. Oder jemand hat im Traum mit mir gesprochen. Wie Gunther am Anfang der Reise. Es war auch die Stimme, die ich auf meine Reisen um die Welt so hörte. Ich fand mich in einem anderen Tunnel wieder und fiel. Dieses Bild ist diesmal viel klarer als beim letzten Mal. Da sind andere, sie scheinen ungezügelte Kreaturen zu bezeichnen. Beende deine Reise. Halte an oder triff die Division. Oh mein Gott. Mathematische Formeln. Nein. Der Schattenkönig. Konkurriere nicht mit seiner Macht oder das wird dein Ende sein. Bereue es, solange du noch kannst. Ja, also Leute, ich geh's dann mal bereuen, solange ich dafür noch die Chance hab. Ich sehe schon, ich rede ein bisschen laut im Vergleich zu sonst gerade. Das muss ich jetzt auch erstmal eingepegelt kriegen. Ich wachte sofort von dem erstaunlichen Klang auf. Schweiß hat es wieder gewaschen. Die Nacht schien begonnen zu haben, also hatte ich viel Zeit zum Schlafen. Aber ich wollte nicht schlafen und war in Gefahr, das Geräusch noch einmal zu hören. Was er mir sagte, war nicht nur schlecht, sondern auch ein wenig frustrierend. Sie können seinen Klang im Inneren hören. Und was noch schlimmer ist, Freude. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Die Freude über die Rückkehr der dunklen Mächte. Die Stimme ist sein Schüler, Teil ihres Volkes. Ich beschloss, einen Spaziergang zu machen, um mich wieder zu beruhigen und es vielleicht später noch einmal zu versuchen. Sobald ich aufstand, sah ich neben uns jemanden am Hang. Er sah den Mond in Rot. Das ist Shinnok. Alle anderen in unserer Gruppe schliefen ein und Günther hielt, wegen unserer Unfähigkeit, inne. Ich beschloss, nach Shinnok zu gehen. Shinnok ist jetzt anscheinend ein Ort. Guten Abend, Shinnok. Kann ich mich hinsetzen und das tun? Er schien mich noch nie gesehen zu haben und ging dann eine Weile zurück, als ich fragte. Die Antwort ist ein klares Nein. Natürlich. Warte, was? Also, was ist jetzt die Antwort? Sobald ich mich hingesetzt hatte, fing er an,
den nächsten Monat zu betrachten. Ich erinnerte mich, wie er das letzte Mal mit mir umgegangen ist, als er von seiner Vergangenheit erfahren hat. Ich habe eine Weile gebraucht, um es selbst herauszufinden. Was ist los, Shinux? Du hältst dich mehr denn je von mir fern. Habe ich etwas? Shinux sah zu Boden. Es hat mir geholfen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Gunther hat mir alles erzählt. Ich weiß, dass du sauer warst, als du hörtest, wer ich wirklich war. Ich habe ihn verstanden, als wolltest du nicht, dass mir noch etwas passiert. Dass du ihn gewählt hast. Ich brauchte eine Weile, um zu verstehen, was er sagte. Oh, Gunther, hör mir zu. Shinux. Gunther hat dich angelogen. Er sah mich hart an. Ich versuche gerade kurz mir vorzustellen, wie man jemanden hart anblickt, muss ich sagen. Wie macht man das? Wieso den? Ich glaube, er ist immer noch die ganze Zeit wütend über Nekrose. Vielleicht möchte er am Ende der Reise noch einmal tun. Ich bin überhaupt nicht wütend auf deine Vergangenheit. Andererseits, du bist mein bester Freund aller Zeiten. Ich hasse diesen Satz übrigens. Ich habe das tatsächlich schon ein, zwei Mal in irgendwelchen Fictions gelesen. Und an sich, ja, es ist halt so ein Satz, den man nur von einem richtig kindischen Charakter erwartet. Und das so next level in meinen Augen. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber bester Freund aller Zeiten. Och Gott, ich hasse es. Joa. Ich möchte dir helfen, auf diese Weise ist alles in Ordnung. Einen Moment lang starrte er auf den Boden. Also wenn das wirklich stimmt. Er sah mich glücklich an. Danke, dass du mich nicht verlässt, ich habe mir nicht wirklich verziehen, aber dank Gunthers Hilfe kann ich mit dieser Denkweise leben. Er hat mich über dich angelogen, aber es ist okay. Oder nicht. Die Wahrheit, dass ich sitzen könnte, gleich hier. Vielleicht bedeutete es, dass ich meine zweite Chance genutzt habe. Ebenso, wenn es ein schreckliches Gefühl war, es zu kontrollieren, war es meine Schuld auf der Reise, hat angefangen zu erklären. Das war wieder einer von den Sätzen, die wir hin und wieder haben, von dem ich einfach einen Anfall bekomme als hoffentlich zukünftiger Deutschlehrer, weil ich will Deutschlehrer werden tatsächlich. Das stimmt überhaupt nicht. Warum? Sag die Wahrheit, Bulbi, wir wissen beide, dass es wahr ist. Was ich sage, wenn ich Bulbasaurus lebend und zuletzt verlasse, nein. Ich möchte mich dem Ersten widersetzen, obwohl ich sofort erkannte, dass es wahr war. Ohne Bisbasaurs Tod wäre die Entscheidung nicht sogleich auf dieser Reise gefallen. Er selbst wird hier nicht erscheinen. Aber sie ist anders. Wäre das alles nicht passiert, hätte Nekros nicht gegen Flink gekämpft. Es gibt keine Möglichkeit, es loszuwerden und ich werde dich nicht treffen. Was kann ich heute noch tun? Ohne dich hätte ich es nicht gewagt, zur Armee zu gehen. Jawohl, endlich kommt wieder Krieg in die Sache. Das ist auch wieder ein Satz, den man nicht out of context nehmen sollte. Also wenn ich mich irgendwann bei einer Schule bewerbe fürs Lehrerwerden, einfach diesen Ausschnitt mit diesem Satz in den Lebenslauf packen und schon habe ich die Stelle. Nein. Ich kann nur mit jedem Pokémon zusammen sein, ohne wirklich die Absicht zu haben, hier etwas zu tun. Wie wäre es mit irgendwelchen Extras? Alle sind so glücklich, dass sie es endlich geschafft haben, ihrem Alltag zu entfliehen. Du bist nicht glücklich. Vor allem Eevee. Wenn das alles nicht passiert wäre, hätte er wahrscheinlich die meiste Zeit seines Lebens auf der Insel verbracht. Ohne diese Praxis hat es uns damals ein kompliziertes Leben beschert. Ebenso, wenn es für eine zusätzliche Welt schlecht ist, haben sie in unserer Welt nur Gutes getan. Aber jetzt kannst du wieder akzeptieren, was du damals falsch gemacht hast. Wenn das passiert, bist du ein echter Held. Da ist es uns einfach aufgefallen. Es ist nur, einige der Dinge, die ich getan habe, konnte ich eine lange Zeit nicht gut machen. Ebenso, wenn wir es nicht schaffen, dass Bisasam nicht zurückkehrt. Nein, ich habe in meinen Augen zu viele Charaktere zurückgebracht. Eine der Sachen, die ich persönlich an der Walross-Edition am wenigsten mag. So ein bisschen inkonsequentes Handeln, aber Bisasam nur zwischendurch temporär.
Was passiert, werden wir sehen, sobald die Reise vorbei ist. Wir saßen beide eine Weile da und beobachteten unterwegs den Mond, wie in der ersten Nacht auf unserem Boot. Plötzlich änderten sich die Worte von Shinux wieder. Es wurde von einem Lächeln zu einer Frustration. Bulbi, Entschuldigung, du wirst es nicht bereuen. Der Satz besteht wirklich aus zwei aneinanderhängenden Es, einem Leerzeichen und dann noch einem I. Sie hören auf meine Bedenken und helfen mir. Vollzeit. Ich danke Ihnen nicht. Das ist ja sehr zuvorkommend. Zum ersten Mal in diesen schwierigen Zeiten. Sie müssen nur bei der Hilfe, die Sie anderen Menschen geben, diskriminierender sein. Okay. Also Leute, nehmt euch ein Beispiel an Shinux. Ich hab's in meinem Video über die Auflösung der Abstimmung über eure Lieblings-Varus-Edition Charaktere gesagt. Ich kann mit Shinux sehr relaten. Deswegen werde ich ab sofort auch meine Hilfe gegenüber anderen diskriminierender machen und nur noch Mitgefühl gegenüber bestimmten Volksgruppen zeigen. Dieses Video darf niemals an die Öffentlichkeit geraten, sonst werde ich niemals einen Job bekommen. Machen wir weiter. Keine Ahnung, ich bin gerade irgendwie besser gelaunt als sonst. Wundert mich eigentlich, die letzten Tage ging es mir ehrlich gesagt nicht so gut, aber gerade eben ist cool. Ich habe es mir angeschaut. Abhängig davon seufzte er viel. In der Nacht, als wir in den Sturm gerieten, verbrachte ich den ganzen Tag damit, darüber nachzudenken, was Chelast mir erzählt hatte. Ich wollte mit dieser Idee nicht leben. Sogar nachts, für eine lange Nacht, für lange Zeit, Zeit. Ich kann mich an nichts erinnern. Genauso wie wenn ich versuche einzuschlafen, dorthin gehen. Ich hörte eine Stimme aus dem Raum, in dem meine Maschine stand. Aus Neugier hörte ich eine Weile zu, Abra über Groudon. Ich möchte gehen, wenn du das Thema wechselst. Auf jeden Fall. Insbesondere möchte ich nicht noch einmal zuhören, wenn du sagst, dass Abra sowieso niemandem erzählen sollte. Neugier tut so gut. Ich habe alles gehört, was ich gesagt habe. Ich weiß noch nicht genau, warum. Ich habe mich nicht aufgeregt oder überrascht. Als Ivy an den Strand ging, hast du versucht, mich dazu zu bringen, besser darüber zu reden, oder? Er nickte kurz. Wir hielten noch einmal kurz inne. Und, denkst du, ich bin jetzt dumm? Ich reagiere sehr stark auf diese Denkweise. Ich sah Tränen in seinen Augenwinkeln. Ich will nicht wissen, was ich tun soll. Du bist mein bester Freund. Nur du kannst in der Öffentlichkeit sprechen. Wenn das Schicksal will, dass du gehst. Oh, sieh mich wieder selbstbewusst an. Ich werde meine ändern. Schicksal im Notfall. Der Satz hat begonnen, als wäre er von Goethe und hat geendet, als wäre er von... Ich hätte jetzt fast irgendwie einen typisch türkischen Namen gesagt. Aber nein, das stehe ich nicht dahinter. Wie vom Keck aus der 5B, der nicht lesen kann. So. Fünftklässler diskriminiere ich durchaus. Ich starrte es einen Moment lang, ohne Probleme, schweigend. Ich hatte auch Lust zu weinen. Ja, du, sprich über das, was du gerade zu anderen gesagt hast. Und, wirst du es ihnen erzählen? Nachdem ich mit Abra gesprochen hatte, war ich mir unsicher und entschied mich später, es nicht zu tun. Hilfe, Shinux hat mir die... Vertrauen brauche ich. Oh nein, das werde ich. Aber nicht als Gunther hier war. Eine Weile, bis ich irgendwann einschlafe. Ja, interessant. So weiter. Hol dein Gepäck zurück. Caps Lock. Wir werden weitermachen. Gunther beschloss, uns so gut wie möglich wieder aufzuwecken. Es dauerte eine Weile, bis andere aufwachten. Ich habe im Vergleich zu den Vortagen gut gelacht, weil ich sozusagen bis zum Ende der letzten Nacht gut schlafen konnte. Ohne Träume oder Stimmen. Shinux, der neben mir in den Bergen lag, war sichtlich aufgeregt, als er aufstand. Es ist früh am Morgen, nur noch 5 Minuten. Ehe ich mich versah, stand Gunther vor uns. 5 Minuten sind vorbei, zumindest für mich.
Ich habe mich ehrlich gesagt nicht an das Zitat erinnert. Ich bin mir sehr sicher, dass das auch im Original fast so drin stand. Und keine Ahnung, ich habe mich da null dran erinnert, aber ich fühl das. Ich fühl das. Die Fahrt war vor einem Tag, aber dieses Mal lief ich nicht rückwärts, sondern Scheinux folgte mir. Der Rest unseres Teams schien zu erkennen, dass alle so glücklich waren. Gunther hingegen sah uns immer wieder an. Scheinux beschloss noch einmal mit ihr zu sprechen. Also jetzt mal ganz im Ernst, darf auch irgendein Charakter in dieser Geschichte mal sein Geschlecht behalten, wenn ich eine Walross-Edition in Dumm mache? Ich glaube nicht, weil er sie offensichtlich angelogen hat. Also wurde im selben Satz Günther jetzt als männlich und weiblich betitelt und Scheinux als weiblich. Was mich am meisten überraschte, war, dass Günther in gewisser Weise etwas weniger war als am Vortag. Er korrigierte uns schnell, wenn wir anfangen zu sprechen, und er zwingt uns nicht, uns zu ändern. Im wirklichen Leben ist er ein kleiner Freund. Aber nur ein kleiner. Und ich sehe gerade, dass mein Mikrofon eigentlich mega low saß, aber die Audioausschläge passen also. Abends, als wir uns wieder ausruhten, war es diesmal nicht zu spät. Er war bei uns und ging nicht mehr weg. Auf der anderen Seite war es schön zu sehen, dass er offensichtlich eine bessere Vorstellung von uns hatte als zuvor. Auf der anderen Seite konnte ich nicht mit anderen reden, wie ich es in diesen Tagen geplant hatte. Natürlich weiß ich nicht, wie man es gut macht. Als ich Scheinux heimlich danach fragte, wusste er nicht, was er als nächstes tun sollte. Aber aus meinem Gespräch mit Scheinux neulich wusste ich, dass ich mit ihm reden würde, bevor es zu spät war. Aber für mich war es der Zweck, am nächsten Tag in eine zerstörte Welt zu reisen. Der Berg der Wahrheit ist selbstverständlich. Also habe ich mich entschieden. Ebenso, wenn Günther mich verspotten wollte, beschloss ich, ihn zu ignorieren. Und es den Leuten zu sagen, die es herausfinden mussten. Okay, Leute, ich möchte euch ein wenig erzählen. Ich habe es seit Beginn der Reise für mich behalten und Abra und Scheinux lange beschrieben, obwohl ich denke, und so sollte ich. Ich sage dir. Sofort erregte ich die Aufmerksamkeit aller. Oder vielleicht jemand außer Günther. Normalerweise sieht er benommen aus, aber das bedeutet nicht, dass er nicht zuhört. Scheinux lächelte mich an. Ihr kennt doch alle die alte Geschichte, oder? Günther hat auch gezeigt, dass er zugehört hat. Nein, ich weiß es zuerst nicht, was ist da passiert? Und wenn wir mittendrin in dieser Geschichte zu sein scheinen, denken alle über meine Worte nach, was ich nicht wirklich erwartet habe. War es Günther, der mir antwortete? Nun, das würde ich nicht bei dir haben wollen. Sie arbeiten auf diese Weise für langfristige Zwecke, nur um zu gehen, sobald sie bekommen. Aber ich sehe nicht, warum jemand gehen sollte. Mein Plan ist vertrauenswürdig. Ich wurde bei jeder Gelegenheit berücksichtigt. Und so war alles in Ordnung. Meine Freunde, ein Narzisst. Ebenso die Möglichkeit, dass wir die Entscheidung nicht überwinden konnten. Aber wir werden davon profitieren, wie stark sie wirklich sind. Aber wenn ich das Richtige ausgewählt habe, das mir einfällt, dann wird es klar. Ich habe es mir ganz genau angeschaut. Was? Nun, ich glaube, Günther hatte recht. Vision ist dumm. Für alle Partner. Und ich werde tun, was ich kann, um alle davon abzuhalten. Ich stimme dem Plan zu. Und ich werde meine neuen Freunde ohne Zweifel nicht gehen lassen. Mir reicht es, allein zu sein. Erwarte keinen solchen Optimismus. Schon gar nicht dich, Günther. Danke, morgen ist es Zeit, ins Bett zu gehen. Wir treffen uns mit Resolution. Ich hielt inne. Warte, noch etwas. Ich hörte dieselbe Stimme in meinem Traum letzte Nacht auseinandergefallen und... Du hast mich gehört. Gute Nacht. So, Kapitel ist rum und das lief mit dieser Form sehr gut. Das heißt, ich werde nicht mehr so bald ein Hörspiel ausdrucken. Ja, dann fehlt mir nur noch eine Sache, die ich ausgedruckt vorlesen werde. Und das ist das letzte Drittel von Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Lullaby, was ich noch aufnehmen muss und bereits ausgedruckt habe. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Gerade das zweite Kapitel hat mir ziemlich Spaß gemacht.
Also, wenn es euch gefallen hat, Like und oder Abo dalassen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.